Hallo Leute, da bin ich wieder. Heute möchte ich euch das Buch Die Bücherdiebin von Markus Zusack vorstellen, und zwar hier im Weltbild Verlag. Ich habe euch von diesem Buch in meinem letzten Video gesprochen und ich habe das jetzt seit ein paar Wochen fertig gelesen und ich kann wirklich sagen, es ist ein sehr gutes Buch. Also das Buch ist aus der Sicht von dem Tod geschrieben, und zwar ist der Tod in diesem Buch eine Person, also eine Art Person, die halt immer dann kommen muss, wenn jemand gerade stirbt, um diese Person halt in den Tod aufzunehmen, quasi. Und der Tod halt in diesem Buch sieht also alle verschiedenen Art und Weisen zu sterben, und eine hat eine Geschichte halt hat ihn besonders geprägt, und die möchte er halt sozusagen hier erzählen. Und das ist die Geschichte von einem Mädchen namens Liesel, die im Zweiten Weltkrieg lebt und in einer neuen Familie aufwachsen muss, weil ihre eigentliche Familie kommunistisch war und abgeführt wurde. Und sie glücklicherweise vorher halt aufgenommen wurde in dieser neuen Familie. Und sie, wie der Name schon sagt, stiehlt Bücher. Eigentlich war es am Anfang nur einfach so, sie hat ein Buch gestohlen, weil das da lag. Aber mit der Zeit lernt sie halt mit ihrem neuen Vater das Lesen und findet das absolut genial und stiehlt immer mehr Bücher. Und in diesem ganzen Buch geht es halt um dieses Mädchen, das eben diese Bücher stiehlt und mit diesen Büchern halt aufwächst, mit der Geschichte, die drumherum passiert, aufwächst und halt auch so merkt, was um ihr herum passiert mit den Bücherbränden und den Judenverfolgungen und so. Aber halt, es ist schon ziemlich präsent in diesem Buch, aber ich würde mal sagen, das ist nicht das Zentrale vom Buch. Das Zentrale ist halt wirklich das Leben von dieser Liesel. Und besonders das Ende war ziemlich schwer zu verkraften. Ich werde es euch natürlich nicht erzählen, sonst wäre das ja nicht lustig. Aber ich habe dieses Buch wirklich sehr gemocht und besonders wegen dem Stil des Autors. Ich werde euch jetzt ein Stück vorlesen, damit ihr also sehen könnt, was so dieser Stil halt ist. Und zwar lese ich euch das Stück vor, wo sie ihr erstes Buch stiehlt. Ein paar Minuten später wandte sich Liesels Mutter gemeinsam mit dem Priester zum Gehen. Sie dankte ihm für die Zeremonie, aber das Mädchen blieb. Ihre Knie berührten den eisigen Boden, ihr Augenblick war gekommen. Immer noch unglaublich fing sie an zu graben. Er konnte nicht tot sein, er konnte nicht tot sein, er konnte nicht. Innerhalb von Sekunden hatte sich der Schnee in ihre Haut gefressen. Gefrorenes Blut malte Linien auf ihren Händen. Irgendwo in all dem Schnee sah sie ihr ein in zwei gebrochenes Herz. Jede seiner Hälften glühte und schlug unter all dem Weiß. Sie merkte erst, dass ihre Mutter zurückgekommen war, um sie zu holen, als sie die knochige Hand auf ihrer Schulter spürte. Sie wurde weggezerrt. Ein warmer Schrei füllte ihre Kehle. Eine kurze Szene, etwa 20 Meter entfernt. Als das Zerren ein Ende nahm, stand die Mutter und das Mädchen da und atmeten. Etwas Schwarzes, Eckiges ruhte im Schnee. Nur das Mädchen sah es. Sie bückte sich, hob es auf und hielt es fest in ihren Fingern. Die Schrift auf dem Buch war silbern. Sie hielt sich an den Händen, ein letzter durchnässter Abschied, dann drehten sie sich um und verließen den Friedhof, wobei sie mehrmals zurückschauten. Ja, also das ist eine Passage, die sehr wichtig ist in dem Buch, halt, es ist das erste Buch, das sie stiehlt. Aber das ist auch eine Passage, wo man gut sieht, wie der Autor schreibt. Und zwar, das ist ungefähr der Stil, den er in dem ganzen Buch benutzt. Und zwar, was ich auch ganz spezifisch finde an dem Buch, ist, dass während des Textes gibt es so manchmal so eine kleine Absätze, wo er aus dem
aus der Geschichte rausgeht und eine Szene, eine besondere Szene halt als Außensicht beschreibt, so als ob er halt den Film auch angehalten hätte, um eine Szene besonders halt zu beschreiben. Und ich finde, das ist eine interessante Weise halt auch die Geschichte ein bisschen zu der ein bisschen aufzupeppen halt, um manche wichtigen Szenen halt besser zu verstehen. Ja, insgesamt hat mir dieses Buch echt sehr gut gefallen. Die Schrift war sehr schön. Ich hatte wirklich sehr, sehr Lust, alles auf einmal zu lesen. Es war sehr spannend. Und ja, ich kann es wirklich euch nur ans Herz legen, weil das ist ein gutes geschichtliches Buch und gleichzeitig auch eine sehr spannende Geschichte. Ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Bis bald. Tschüss.